Die Elektromobilität ist noch nicht jedermanns Sache und da muss man auch jetzt gar nicht böse mit dem Finger drauf deuten, denn bei manchen passt einfach das Fahrprofil noch nicht zu einem Elektroauto und genau hier setzt die Hybridtechnologie ein. Und deswegen haben sich mein Kollege Andi und ich einen Skoda Octavia IV RS und einen Skoda Superb IV geschnappt, um herauszufinden, wo liegt denn eigentlich der ursprüngliche Gedanke hinter der Hybridtechnologie. Unter Strom oder besser gesagt mit Strom sind Skodas Plug-in-Modelle. Sie sollen als effiziente Alternative dienen und den Autofahrern die Chance auf einen nachhaltigeren Lifestyle bieten. Und hier haben wir sie schon, zwei Skoda-Kombis mit Doppelherz. Und das auch noch in zwei verschiedenen Ausprägungen. Während der eine eher athletisch daherkommt, zielt der andere eher auf den komfortablen Gemütszustand. Ja, ich würde sagen, wir gehen es gleich an und ich nehme den Octavia S, weil ich hab's eilig. Rowdy. Rowdy nennt er mich. Pah, nur weil ich mich für den Octavia RS IV entschieden habe. Aber gut, mit 245 PS Systemleistung kann man es aber auch wirklich schon mal krachen lassen. Denn der RS IV ist ein gut trainierter Hobbysportler mit ausgezeichneten Alltagsmanieren. Und als RS kommt er natürlich mit der Sportfolklore von Skoda, nämlich Sportsitze, rote Nähte, ein Sportlenkrad, das ist alles sehr fesch. Aber was noch viel wichtiger ist, dass auch darunter jede Schraube ein bisschen fester angezogen wurde. Somit hat man auch ein sportlicheres Fahrgefühl und zwar ganz ohne Komfort einzubüßen. Meiner Meinung nach ist dieses Modell, nämlich der RS IV vom Octavia, die ideale Mischung aus Sportlichkeit und Komfort. Und dazu kommt noch, dass man lokal emissionsfrei unterwegs sein kann, nämlich rein elektrisch. Skoda sagt, damit kommst du 60 Kilometer weit. Ich sag, ich schaffe maximal 50, was aber auch okay ist. Ähnlich wie im Octavia RS IV kommt auch Andis Test Superb in den Genuss eines Hybrid-Antriebsstrangs, der im Grunde derselbe wie im Octavia RS IV ist, allerdings mit ein paar PS weniger. Superb IV bringt es nämlich auf 218 PS Systemleistung. Dass er weniger PS hat, fällt dabei nicht ins Gewicht, da sein Grundcharakter zu 100% auf Komfort fokussiert ist. Den Skoda Superb gibt es als IV nur in den besseren Ausstattungsvarianten, also Style und Sportline. Und zwecks der Unterscheidung zum Octavia RS haben wir uns hier für den Style entschieden. Das heißt, wirklich perfekte Sitzposition, das heißt eine wunderbare Verarbeitung und luxuriöse Details. Das heißt aber nicht, dass der Superb kein Fahrerauto wäre, denn das Fahrwerk ist sehr ausgewogen, die Lenkung auf Wunsch sehr direkt und ich habe einen Sportknopf für den Sportmodus mit einem direkten Motoransprechverhalten. Aber den höchsten Komfort, den erlebe ich, wenn ich auf den i-Button drücke im Elektromodus, dann segle ich dahin lokal emissionsfrei, komplett geräusch- und vibrationslos. Egal, ob man im Superb IV oder im Octavia RS IV unterwegs ist, wichtig ist, dass man sich regelmäßige Ladevorgänge verinnerlicht, denn sie sind der Schlüssel zu sensationellen Verbrauchswerten. Denn mit Ladedisziplin und einer vernünftigen Fahrweise lassen sich sowohl beim großen Superb als auch beim sportlichen Octavia RS IV ein echter Alltagswert von 3 Liter auf 100 Kilometer realisieren. Eins ist klar, Octavia hat einen sehr großen Kofferraum, nämlich 490 Liter Minimum bis 1555 Liter. Ja, das ist impressive, aber der kann noch mehr. 510 Liter bis, pass auf, 1800 Liter, wenn alles umklappt. Ja, deiner ist größer, meiner ist schneller. Tja, bei Andi und mir herrscht selbst bei ernsten Tests permanent Flachwitzalarm. Doch das soll nicht über die Plug-in-Hybrid-Kompetenz von Skoda hinwegtäuschen. Denn die ist vorbildlich, einfach nachzuvollziehen und kommt serienmäßig mit steuerlichen Vorteilen. Klar, der eine ist ein Premium-Kombi im Oberklasse-Format, der andere ein Sport-Kombi mit Öko-Marschall. Aber ganz so unterschiedlich sind sich die beiden dann doch nicht. Denn beide bieten tolle Platzverhältnisse und dazu ein ausgewogenes Fahrwerk. Der Octavia ist vielleicht ein Spur knackiger abgestimmt. Und dazu kommt noch der Steuerbonus, denn für beide wird keine Nova fällig und
Die motorbezogene Steuer wird eigentlich nur auf den Verbrenner errechnet. Ja, und das sind bei beiden so um die 150 PS, aber im Endeffekt haben sie über 200 PS und das ist doch das, was zählt. Und nicht vergessen, regelmäßig aufladen, denn dann fährt das Gewissen auch beruhigt mit. Cupra zeigte auf der IAA in München ein neues Konzeptfahrzeug. Eines, das zu 100% dem Spaß gewidmet ist. Und es ist rein elektrisch, ein City Racer, heißt Urban Rebel und hat wohl den größten Heckflügel seit The Fast and Furious. Wohin entwickelt sich das Design von Cupra? Das ist eine Frage, die sich viele Fans der Marke stellen. Eine Frage, die Cupra nur zu gern mit dem brandneuen Urban Rebel Konzeptfahrzeug beantwortet. Der Urban Rebel soll zeigen, wie man sich künftige Cupras vorstellen darf. Radikal, aufregend und elektrisch. Dabei ist das Konzeptfahrzeug rein dem Motorsport gewidmet. Nichtsdestotrotz spiegelt sich im Design bereits ein Cupra Stadtflitzer, der erst 2025 auf den Markt kommt, wieder. Technisch steckt der kurze MEB-Baukasten vom Volkswagen-Konzern unter dem Blech. Das bedeutet, dass im Serienfahrzeug ein breites Spektrum an Leistung angeboten werden kann. Im Urban Rebel Concept wird natürlich auf maximale Power gesetzt. Der Antriebsstrang hat eine Dauerleistung von 340 PS und eine Spitzenleistung von bis zu 435 PS. Ein 0 auf 100 km/h Sprint soll in 3,2 Sekunden erledigt sein. Die Grundform des Urban Rebel strotzt förmlich vor Rennstreckenfolklore. Einige Elemente des motorsportlichen Konzeptfahrzeugs werden tatsächlich in die Straßenversion des elektrischen Stadtautos einfließen. Doch besonders die Frontpartie mit seiner Haifischnase und die dreieckige Lichtsignatur sind heiße Kandidaten für einen Serieneinsatz. Das Heck mit Megaspoiler wird es wohl eher nicht in die Straßenversion schaffen. Jedoch funktioniert das Design bestimmt auch wunderbar ohne den opulenten Flügel. Der Urban Rebel soll als Leuchtturm dienen und nicht nur Fans der Marke einen Ausblick auf das künftige Cupra-Design geben, sondern auch den Cupra-Designern den Weg zu noch spannenderen Serienmodellen weisen. Wir sind auf alle Fälle schon gespannt, was von Cupra noch so alles kommen wird. Der Insider wird Ihnen präsentiert von Willhaben. Zum gebrauchten oder vielleicht auch neuen Auto, und zwar am einfachsten mit der Willhaben-App. Wie zum Beispiel diesen Smart 44 EQ. Ein Smart ist schon per se ein Stadtflitzer, doch als Viertürer hat er zusätzlich noch ein wenig mehr Platz, und zwar ohne in der Größe zu eskalieren. Der hier ist ein rein elektrisches EQ-Modell, das es auf eine Reichweite von rund 150 km bringt und eine Leistung von 82 PS hat. Aufgeladen ist der elektrische Stadtflow in 40 Minuten und auf die Batterie gibt's 8 Jahre Garantie. Das Auto ist ein Vorführmodell, soll 19.900 Euro kosten und steht bei Schneider Automobil in Dornbirn. Gesucht und gefunden, natürlich, mit der Willhaben-App. Für heute sind wir durch mit Go, aber fix ist, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und in der Zwischenzeit, hört doch mal in unseren Podcast rein, der heißt Herrgott, fahr doch. Der ist super lustig und das haben wir amtlich, denn wir sind laufend in den Top 10 der Podcast-Charts. So, von meiner Seite war es das jetzt aber. Servus und Baba. Nächste Woche in Go. Wir fahren den Audi Q4 e-tron. Und alle Infos zum neuen Opel Astra. Also, unbedingt wieder einschalten. Go. Powered by Turmöl. Anger!